Weiter geht's mit Kirby und Welt 4. So, wo waren wir stehen geblieben? Anscheinend haben wir keine Fähigkeit gehabt. Es ist schon so lange her gewesen. Anscheinend ist Kirby jetzt einfach nur noch ein Let's Play, was ich hin und wieder mache. Tut mir leid dafür, aber wird wahrscheinlich irgendjemanden interessieren. Ich mache das Spiel einfach, wenn ich Lust habe. Ja. So, aber ich dachte mir, ja, heute wird mal wieder Zeit nach so vielen Yoshi-Folgen, dass ich dann wieder mit Kirby weitermache. Ich denke, das ist ganz gut so. Okay, warte, ich will Pixie sein, weil Pixie Igel ist cool. Ja, er ist cool. Okay, und ich will cool sein, weil weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, weg mit dir. Okay. Will Schwert haben? Nee. Wow, gib her, gib her! Yo, erinnert ihr dich noch? Uno, wir sind jetzt Uno, genau, wir sind Uno, Leute. Nee, wir sind UFO. UFO ist einfach die beste Fähigkeit im ganzen Spiel. Deshalb freue ich mich, dass ich gerade ein UFO bin. So, aber wenn ich mich treffen lasse, dann war es das mit UFO. Aber ich muss aufpassen, weil es gab hier irgendwo... Genau, hier irgendwo in dem Raum gibt es einen Secret Exit. Aber das weiß ich schon, wo es ist. Okay, keine Ahnung, was der für eine Fähigkeit hat. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Will ich jetzt nicht nachprüfen, sagen wir es so. Weil ich kann mit der Sprungtaste und... Ich kann mit A und mit B schießen, aufladen. Okay. Ich muss gerade ein wenig drauf klarkommen, auf den Levelaufbau. So, aber die Fähigkeit, die ich gerade habe, die ist richtig cool. Ah, genau, hier. Ihr seht ja hier, das habe ich am Anfang gar nicht gecheckt. Ich dachte mir erstmal so, okay, ist das jetzt ein Grafikglitch oder warum ist dieser Block da, ihr seht ihn, ne? Dieser Block da, warum hat er so eine Umrandung? Ding ist ein Durchgang. Einfach so. Warte, zack, bam, draufgestampft und... Secret, yeah. Ich glaube, in dieser Welt gibt es 30 mit Exits ungefähr, kann sein? Ich glaube schon. Das war der erste. Ich glaube, wir werden heute noch einen zweiten sehen, ich bin mir noch nicht sicher. Ja, und das war's, glaube ich. Oh, nein, nee, es geht noch weiter. Ich dachte, hier wäre das Ende gewesen, im Level. Verdammt, nein, ich will... UFO, ja, yeah, ich bin UFO. UFO ist einfach cool. Wer ein UFO nicht mag, der... Was ist los mit dir? Warum magst du kein UFO? Nein, nein, UFO! UFO! Ich habe UFO noch, ich wollte gerade wegspucken, weil ich dachte, ich habe den. Ja, macht keinen Sinn. Okay, keine Ahnung, ich wollte irgendwie wegspucken. Aus Reflexe wahrscheinlich, keine Ahnung. So, aber wie springe ich jetzt runter? Ach so, jetzt bin ich wieder normal, Kirby. Also nicht normal, ich habe den die Farbe, aber. Naja, egal. UFO Kirby, die habe ich jetzt immer noch und wird uns hoffentlich eine Hilfe sein. Ja. So, was haben wir denn nicht freigeschaltet? Ich hab's gar nicht bemerkt. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Wait, mein UFO ist weg? What? Jetzt bin ich ja beleidigt. Jetzt geh ich erstmal Kran spielen, Mann. Geht doch gar nicht. Und jetzt. Na? Doch. Ich glaube, das passt so. Komm schon. Yes. Zwei One-Ups haben wir schon mal. Dich will ich haben. Jetzt. Doch, das sieht gut aus. Komm schon. Oh, nee, das sieht doch nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Hm. Zwei One-Ups, immerhin. Okay. Level 2 sieht aus wie so ein großes Kessel. Oh. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommen wird. Bist du Bombentyp? Nein, gibt es mir keine Bombe. Erst später in Spanien spielen. Okay. Du da oben, gib mir deine Fähigkeit. Oh ja. Oh lol. Das ist sehr lustig. Diese Sprites in diesem Spiel. Bitte lasst mich in Ruhe, macht mir leicht Angst. Naja, eigentlich nicht. Aber wo bin ich? Hier geht's hier etwa weiter, oder? Wie sieht's, wie steht's? Macht gar keinen Sinn, was ich da laber, aber juckt nicht. Ich will meine Fähigkeit haben. Dankeschön, jetzt haut mal alle ab. Ach, ich muss da unten ins Wasser. Dann macht es richtig Krach. Aber nicht falsch verstehen, wie manche von euch das tun würden. Wie auch immer.
ist eine Tür, aber ich will nach oben. Ich glaube, oben gibt es noch eine Tür. Ja, ganz sicher. Obwohl, nein, die ist versteckt. Die wird bestimmt noch cooler sein als die andere. Achso, es ist nur ein Bonusraum. Mit einer Maxi-Tomato. Die hat mich komplett. Warum singe ich? Ich weiß es ist nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es mir Spaß macht. Also lass mich. Ich mach das, weil das lustig ist. Panino. Haut ab. Verdammt, ich wurde schon wieder getroffen. Egal. Ich hole mir einfach eine andere Fähigkeit. Wie wär's mit dieser Flasche dort? Komme ich überhaupt rein? Natürlich nicht, ohne getroffen zu werden, aber... Wow, ich hab's gerade noch so geschafft. Okay, ich hör mal auf. Bestes Commentary kommt eh immer vom Singen, also das kennt man eigentlich von mir so. Für Leute, die neu auf meinem Kanal sind, ich mach das manchmal in meinen Videos, meine Let's Plays, vor allem. Müsst ihr mitleben. Oh Mann, die Typen regen mich gerade richtig auf, weißt du was? Nein, nein, fahr! Wer von euch gibt mir deine Bombe? Bruder, ich gebe die Bombe! Bam! Keine Chance, du! Dum dum dum, gib mir die Bombe. Yeah. Boom! Er lebt noch! Stirb! Endlich du blöder Sack! Ich mach dich jetzt down, gib mich her! Deine coole Crash-Fähigkeit, ich setze dich nicht ein. Ich will dir das mal aufsparen für das nächste Level. Warum denke ich, ich bin dumm? 2, schade. Egal, ist trotzdem cool. Okay. Ein Luftschiff-Level. Ich habe das nie bemerkt, aber man sieht ja hier im Hintergrund, hier sind überall so. Man sieht ja hier im Hintergrund, was für eine Art Level das ungefähr sein wird. Und ich weiß, dass es in diesem Level auch noch ein Secret Exit drittes Level, ne? Ja, drittes Level war das. So, Feuer-Pocky-Typi. Hier ist ein cooles Rätsel. Das gab es auch jetzt neuerdings in fast allen weiteren Kirby-Spielen. Macht keinen Sinn, was ich sage, aber diese Konstruktion hier, gibt es in fast allen Kirby-Spielen. Feuer drauf, ganz schnell in die Kanone und warten. Diese Tür da, die bringt mich wieder zu Anfang des Levels, also halt Anfang des Raums. So, ein One-Up, okay. Ach so, nee, ich bring mich weiter, das war nur für ein One-Up. Okay, aber meistens ist es so, wenn man dann weiter muss. Okay, genau hier, diese Stelle war das. Ganz nach rechts muss ich. Für das Secret Exit. Ja, 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 ja. Skippen wir doch mal den Rest jetzt. Lass mich in Ruhe, du blöder Blödi. Ich hole einfach einen Regen, Sonnenschirm, was auch immer. Yeah. Und dann heißt es ab nach unten. Hier gibt es nämlich den Secret Exit. Oh, ich bin fast weggeblasen. Aber hier, bam. Und dann schalten wir den Weg für ein Museum frei. Okay. Wenn wir diese Welt noch durchschaffen in dieser Folge, werden wir auf jeden Fall noch das letzte Secret Exit finden. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Weg hier. So, wo geht's lang? Ich weiß gar nicht mal, wo es überhaupt weitergeht. Oh, verdammt. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Ah, da geht's weiter. Oh Gott, nein, nein. Ah, rein da. Ah. Weg hier. Ich will jetzt nach Hause. Ihr sollt mich alle in Ruhe lassen. Niemand mag euch. Scheiße. Ich nehme auch den High Jump. Ich nehme den High Jump. Ich nehme den dich wieder. Aber ich finde das Level eigentlich vom Aufbau her ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Aber mein Skill ist halt in diesem Let's Play einfach nicht vorhanden. Was mich sehr traurig macht, weil eigentlich bin ich gar nicht mehr so scheiße in dem Spiel. Oder gar nicht mehr so blöd. Ne? Ja, Family Friendly Kanal. Kinder dürfen es ja auch gucken. Deshalb muss ich. Darf ich keine bösen Wörter sagen? Das ist nicht gut. Zack. Warpstar! Bring mich hier weg. Oh Mann, Warpstar. Das sieht geheimnisvoll aus. Könnte sein, dass hier vielleicht ein Boss ist. Nein. Aber es ist so aufgebaut, als wäre hier irgendwie so ein Boss oder irgend so ein Gang zu irgendwas Epischen. Das ist nur das Ziel. Oh, nein!
Genau das wollte ich eben nicht. Ich wollte noch schnell ins Ziel, bevor ich sterbe. Und dann Platz 1 erreichen und dann passt alles. Nee! Kackdreck kommt, ey. Mann. Aber das ist was auch das Ende von diesem Spiel. Jetzt gehen wir weiter. Zu Level 4, was hoffentlich cooler ist. Was ist es? Okay, sieht aus wie die letzte Mal eine Graslandschaft. Oh, alles klar. So, Quick Draw. Will ich das jetzt machen? Ja, warum nicht? Ich kann es ja mal versuchen. Sobald ich komme. Okay. Nummer uno. Nummer dos. Nummer tres. No, ich habe einfach so gedrückt. Nummer quadrus, glaube ich, ist vier. Oh, fuck. Wow, wow, ich habe einfach random gedrückt. Oh mein Gott. Yo. Oh mein Gott, wie episch. Ich habe einfach random gedrückt. Oh, lol. Oh, wir können hier die Ballfähigkeit aus Trip Road. Obwohl, ne, hier funktioniert sie anders. Da kann man nämlich hier noch rollen. Ja, das ist einfach so ein Pinball, so aus Kirby's Pinball Land. Was, ich weiß nicht, vorher oder nachher rauskam, ich bin mir nicht sicher. Aber es gab Kirby's Pinball Land, was ich auch noch let's playen werde, weil ich liebe Pinball. So, ich nehme das mal mit, zum zeigen. So, Level 4. Versuchen, den ganzen Blödsinn ja auszuweichen. Wow, ich kann auf die Gitter springen. Ich bin der Mario, ey. I am Mario, Kirby. Naja, wir sind nicht in Smash. Kann kein Mario Kirby sein. Aber, na, verdammt, ich will nicht. Nein, Bali hat Spaß gemacht. Ich will Bali. Nein, ich will mein Bali ist weg. RIP Bali. Ein Like. Ein neuer Bali für mich. Das meine ich. Weil wenn der ansaugt, dann kommt der so als so eine Katze und dann explodiert der irgendwann. Warum bist du jetzt wieder da? Ich hab dich gerade gekillt. Was ist das für überhaupt ein komischer Wald? Ich weiß auch, dass es eine deutsche Version von diesem Spiel gibt, aber ich hab sie halt einfach nicht und die ist auch selten und ja. Wozu, wenn die meisten Sachen eh auf Englisch sind? Also wirklich, das meiste ist auf Englisch. Ich wüsste gerade nicht, was nicht auf Englisch ist. Oh verdammt. Nein, 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 verdammt. Ich hab's verkackt. Da gäb's einen Run-Up für, glaube ich. Nein! Eigentlich hab ich das immer. Aber ich hab die Steuerung nicht mehr im Kopf gehabt. Mit dem Wheelie. Tut mir leid, Leute. Ja, hier gäb's einen Run-Up und Heilung, glaube ich. Ich brauch's nicht. Ich bin cool. Ich bin zu gut in diesem Spiel. Ich brauch keine Run-Ups mehr. Das nervt mich immer so, dass man stehen bleiben muss und dann erst Select drücken kann. So, ich will aber die Beam haben, weil den haben wir noch nicht so oft gehabt. Dann ist ein Bosskampf. Oh, dann wäre vielleicht das andere Fähigkeit besser Nicht du. Jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Das ist ein Blödmann. Das hier, merkt euch das? Das hier ist ein Blödmann. Der ist kacke. Ich mag ihn nicht. Komm. Trau dich. Piu. Ich hasse ihn. Ich habe früher 10 Jahre für den gebraucht, weil ich ihn nicht verstanden habe. Sie ist schon wieder nicht verstanden. Ich dachte, er schmeißt jetzt. Nö, er trickst mich aus. Jetzt schmeißt er. Verreck, was gibst du mir? Oh, Fro, das will ich auf jeden Fall mal zeigen. Es sieht ja aus, als würde Kirby gerade einen Golfball schießen und ganz weit übers Meer. Ich kann das mal zeigen. Ich bin einfach so geil. Hi-ya! Man kann ja alle verschiedene Richtungen schießen. Muss ich jetzt auch machen. Bam! Man kann auch quer schießen. Fähigkeit bleibt so lange, bis ich halt getroffen werde. Das ist ganz normale Fähigkeit. Und du gehst weg! Du Kack! Ja! Number one! Number two! Kirby hat kein Problem damit. Ja. Yeah. Oh yeah, Kirby. So, okay. Zeit für ein paar VR-Arena-Kämpfe.
Du bist es, okay. Ich kann ihn nicht wohl nicht ansaugen, schätze ich mal. Aber ich machen kann, ich kann das hier aufsaugen, auf und schießen und sterben gehen, weil ich dumm bin. Yeah. Und fahr rein. Ich will es jetzt machen. Gegen den. Warum springe ich nicht? Was ist falsch mit mir? Warum springe ich nicht? Was ist los mit mir, Leute? Okay, die. Na, ich. Ja! Super! Daneben treffen, den anderen Typen treffen, weil es auch voll Sinn macht, den anderen zu treffen. Ne, nein! Nein! Oh, ich bin so kacke in dem Spiel. Warum? Das macht mich so sad. Ein Like. Ein guter Like. Wow! Wow, der macht zweimal! Junge, du hast keine zwei Leben nur noch. Kannst nicht mehrmals machen. Ich bin gerade mega kacke. Nein. Nein. Nein! Ich habe ihn getroffen. Das war es mir wert. Ich habe ihn sonst noch gar nicht getroffen. Traurig, aber wahr. Ja! Nein! Alter, ich brauche mich jetzt nicht bei jedem Treffer, den ich ihm gebe, mich selbst auch noch treffen. Das macht keinen Sinn. Wow! Gib her! Nein! Gestorben! Wow, hatte noch ein Leben. Was gibst du mir? Backdrop, ja, nice. So ein großes Schloss, ein langes Schloss. Mana Knight, Dankeschön. Du, unbesiegbar. Jetzt kann ich euch allen Zeittag geben, denn ihr habt alle verdient. Ihr habt mir zum 10. Mal umgebracht oder so. Da wäre Snowy gewesen. Den hätte ich gerne gehabt, aber ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Warte, verdammt. Level 5, Level 6 war es, glaube ich. Hoja! Ich bin sicher. Ich hab doch schon genug Leben, ich brauch das nicht. Aber okay, dann hör mir halt nicht zu. Alter, das ist nicht lustig. Nein. One-Up, dankeschön. Das ist alles nur von One-Up gewesen. Na gut, ne. War ja auch nur ein Bonusraum. Bam. Okay, gibt's noch was? Meta Knight Fight? Na, wahrscheinlich erst im letzten Level. Level 6 ist das letzte Level, ne? Ich weiß es nicht. Oh, ne, doch nicht hier! Meta Knight, du hast mir vorhin geholfen. Und jetzt gibst du mir auf die aufs Mull. Warum? Meta Knight, was habe ich dir angetan? Verdammt. Komm her. Alter, ich lasse mich jetzt gerade richtig krass treffen. Irgendwie. Nicht so gut. Oh, Bam! Was ist? Yeah! Ja, es war ganz okay. Ich habe drei Treffer kassieren müssen, aber ich lebe ja noch und das hier habt ihr Fireball. Nice! Oh, oh, verdammt. Da geht der Spaß auch wieder weg. Oh nein, er kommt zurück! Er kommt zurück! Er kommt zurück zum Märchen! Okay, rein da. Ich hab nur noch ein Leben. Ich muss aufpassen, was ich hier mache. Au. Facebomb. Super, ich bin schlau. Ich wär's gerne. Aber ich bin nicht klar, ich bin dumm. Wie man sieht. Oh, warum? Ich renne auch noch rein. Concentration. Concentration. Jetzt durch. Nein. Oh Mann. Tut mir leid, Leute, dass ich gerade wirklich so doof bin gerade im Spiel. Ich bin schon am Weinen, weil ich so schlecht bin. Irgendwann muss ich das Spiel Relets spielen, weil ich bin so kacke. Oh Mann. Das ist nicht gut. Aber eine 2 kann man sich geben. Yeah. Okay. Oh, the top of the castle erreichen wir jetzt. So, und ist nix, ist einfach nur Placeholder. Okay, ist nix.
Ja, wollen wir das Level jetzt noch machen? Ja, komm, machen wir es jetzt noch. Ist die Folge bin ich länger, ab dem will ich mehr. Diese Folge. Dann machen wir aber erst in der nächsten Folge den Boss. Dieser wird den Pack jetzt nicht mehr rein. Ich bin noch kein kleines Schwein. Irgendwas brauchte ich halt zum rein. Lasst mich eher in Ruhe. Ihr seid auch nicht. Ihr seid echt nicht klein. Was? Keine Ahnung, ich laber irgendeinen Okay, es laggt gerade richtig das Spiel, weil so viele Gegner gerade im Bild sind. Weil früher war es nämlich so bei den Konsolen, wenn zu viel auf einmal auf dem Bild sind, dann muss das Spiel das erstmal aushalten und das laden. Das war noch früher so. Ich habe zwar nie ein NES gehabt, aber die Spiele feiere ich trotzdem, die sind richtig cool. Bam! Naja, gemacht. Komm. Bam! Letzte Attacke von ihm. So, gib mir deinen Mike, weil ich brauche nämlich einen Mike. Schon steht Mike, das bin ich. Mike. Oh, hier ist es. Hier wurde das Secret Exit los. Ups. Hier ist nämlich das Secret Exit. Da muss man nämlich den hier nehmen. Die Lichtfähigkeit gibt es, by the way, glaube ich, nur in diesem Spiel. Ich weiß es gar nicht. Licht aktivieren und dann einfach zurückgehen. Wie kommt man darauf, dass man hier zurückgeht? Und dann ist es auf einmal alles lila hier, warum auch immer. Und wenn man jetzt noch zurückgeht, dann sieht man hier einfach so eine Tür. Ich brauchte dafür mehrmals, oder ich nicht, nee, das noch gar nicht, ich weiß gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, als ich es selber nachgesucht habe. Immerhin habe ich Leben zurückbekommen, dadurch. Verdammt, ich bin so blöd, ich muss mal mit Controller spielen. Mit Controller bin ich viel besser. Vielleicht mache ich das. Halt doch deinen Mull, wenn du gar nicht. Wenn du gar nichts kannst, dann halt doch deinen Mull, ey. Ehrlich, Mike. Sei einfach leise. Okay. Bam. Bam. Das will ich machen, das Rätsel. Das hier zuerst? Ja. Das? Verdammt. Ja, hätte ich jetzt wissen können, dass es auf die andere Seite geht. Ey, das hat mich getrollt. Egal, ich brauche eh keine Wonder. Das war echt gut in diesem Spiel, bin ja. Okay. Trotzdem, auch wenn die Folge jetzt im Endeffekt 23 Minuten statt 20 Minuten ist. Aber euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Yeah! Wenn's heißt Kirby's Adventure. Dann machen wir den nächsten Boss fertig und betreten die fünfte Welt von 7, 8 Welten. Was auch immer. Yeah, bye!